Kurthausen HiFi und High-End Lautsprecher getestet. Stereo Play, Audio, Audio-File, ein paar andere nebenbei. Und habe mich sehr viel mit dem Thema Raumakustik und Lautsprecher beschäftigt. Weil meiner Ansicht nach ist nicht ein bestimmter Teil der Anlage ein bestimmtes Problem, sondern das Wichtigste, weil sie zu gutem Klang kommen wollen, ist, passt der Lautsprecher zum Raum und passt der Raum zum Lautsprecher. Und ich halte diese Art von Vorträgen seit ungefähr 10 Jahren auf der High-End, auf den norddeutschen HiFi-Tagen, auf den deutschen HiFi-Tagen. Und nach so einem Vortrag habe ich manchmal 20, 30 Leute, die Fragen haben. Und das beginnt immer mit, ja, ich habe mir einen Lautsprecher B oder einen Lautsprecher F gekauft. Es klang beim Händler ganz toll. Zu Hause dröhnt es und es zischt. Und ich habe keine Mittenordnung und es nervt mich und ich höre keine Musik mehr, obwohl ich eine Anlage für 10.000 Euro habe. Und meistens ist die Antwort relativ komplex und für denjenigen, der fragt, nicht das Angenehmste. Denn es gibt verschiedene Dinge bei der Raumakustik, die so wichtig sind, dass Sie einen Lautsprecher da hineinstellen können, so gut der auch sein mag. Sie werden es nie dazu schaffen, auch nur zu akzeptablem Klang zu kommen, wenn der Lautsprecher nicht halbwegs zu der Raumakustik passt. Da kommt immer wieder die Diskussion, ja, ich kann doch einen Equalizer nehmen, ich kann doch auf den Knopf drücken und den Raum einmessen. Das stimmt zwar, aber die meisten Probleme, die entstehen, wenn der Lautsprecher nicht mit dem Raum harmoniert,